Moin moin und herzlich willkommen zum Content Creator Tag. Ja, dieser Tag beschäftigt sich mit Fragen, die nicht explizit nach Büchern fragen, sondern einen kleinen Einblick hinter die Kulissen gewährt und so ein bisschen ja, nach der Motivation der Person fragt, die vor der Kamera sitzt. Warum mache ich BookTube und ja, warum gefällt mir das so gut? Was sind Hindernisse und so weiter? Ja, Content Creator könnt ihr eigentlich übersetzen mit jemanden, der einfach Inhalte produziert und diese öffentlich macht. Auf verschiedenen Plattformen kann das sein, ob das nun eben auf YouTube ist, auf Facebook, auf Instagram oder ein eigener Blog ist. Und es ist auch nicht unbedingt auf ein bestimmtes Thema festgelegt, aber es kann natürlich, ja, jeder beantworten, also es ist tatsächlich genreübergreifend, könnte man sagen, themenübergreifend, aber man kann es eben auch auf BookTube ummünzen. Das sind 7 Fragen, glaube ich, an der Zahl und es ist tatsächlich dann einfach auch nur ein Labervideo und wird jetzt hier nichts mit bestimmten Büchern zu tun haben, aber natürlich das Thema Lesen ist natürlich trotzdem vorherrschend und das Thema Community BookTube. Ich habe tatsächlich gerade letztens das Video von Ruth gesehen, von Zwischen 1000 Zeilen, die eben auch den Content Creator Tag gemacht hat und das hat nochmal den ausschlaggebenden Funken gegeben, dass ich das jetzt drehen möchte. Ich wurde allerdings schon vor einigen Wochen von einer lieben Abonnentin dazu getaggt, denn ich glaube, als erstes habe ich dieses Video bei der lieben Steffi vom Buchschnack gesehen. Die hat das, glaube ich, so ein bisschen hier auf BookTube hergeholt und sie hat daraufhin dann auch aufgerufen, dass auch die Zuschauer, die BookTuber mal taggen könnten, bei denen sie es vielleicht interessant finden würde, wenn sie diese, ja, wenn sie diese Fragen beantworten würden. Und da habe ich tatsächlich eine liebe Nachricht von der lieben Killer Sister, so ist jedenfalls ihr Profilname auf YouTube, bekommen, ob ich nicht dieses Video drehen möchte. Und da habe ich mir das sofort auf meine Ideenliste für Videos zu YouTube raufgeschrieben und ja, dann gewartet, bis mich die Lust packt. Und da ist es dann eben bei dem Video von Ruth passiert. Ja, und jetzt sitzen wir hier und ich werde mit der ersten Frage beginnen, nämlich, warum hast du dich dazu entschieden, Content Creator zu werden? Ja, also man kann das Wort Content Creator einfach durch BookTuber ersetzen hier immer. Also bei mir hat das eigentlich angefangen, seitdem ich eine eigene Wohnung habe, seitdem ich angefangen habe zu studieren. Also ich hatte den Raum, den Platz und die Zeit dazu, aber kurz vorher hatte ich BookTube halt auch erst entdeckt. Aber als ich es entdeckt habe, fand ich es natürlich erstmal mega, dass es sowas gibt, dass Leute ja ihre Leidenschaft auf YouTube einfach mitteilen. Aber gleichzeitig, als ich diese Videos gesehen habe, waren sofort die Gedanken im Kopf, wie würde ich das umsetzen, über welche Bücher würde ich sprechen, ja, wie würde ich die Videos gestalten, was für Videoideen habe ich, und das ist irgendwie automatisch gekommen. Und als ich dann eben meine neue Wohnung hatte, da hatte ich dann halt auch einfach gleich Lust, das umzusetzen. Ja, und warum eigentlich sollte man das tun? Ich habe halt schon beim Lesen immer schon gemerkt, dass man bestimmte Gedanken, Gefühle und Aufreger oder einfach Lieblingsmomente einfach sehr, sehr gerne mit anderen teilen möchte. Ich habe zwar einige Menschen, die um mich herum sind und die auch lesen, aber entweder haben die halt einen anderen Buchgeschmack oder wenn sie den Buchgeschmack teilen, dann lesen sie ja nicht unbedingt genau gerade dieses Buch auch. Und deswegen ist es so toll, dass man hier auf YouTube diese Möglichkeit hat, in die Welt hinaus zu sprechen und irgendwo findet sich immer jemand, der dieses Buch ja, gelesen hat oder dem dieses Buch interessiert und sozusagen dann auch meine Meinung dazu interessiert. Und ja, deswegen einen Mehrwert daraus geschaffen. Man kann einfach seine Leidenschaft teilen und einfach so die Gedanken, die man beim Lesen hat, einfach auch mitteilen. Ja, und deswegen habe ich damit angefangen und nicht damit aufgehört, weil es mir einfach unglaublich viel Spaß macht. Und ja, ich einfach auch hier viele, viele tolle Leute kennengelernt habe, mit denen ich jetzt mich über diese Bücher und über diese Leidenschaft austauschen kann. Die zweite Frage lautet, auf welche Errungenschaft ich besonders stolz bin. Ja, ich glaube erstmal, dass man das überhaupt gewagt hat, dass man so mutig war, sich einfach vor die Kamera zu setzen und das durchgezogen hat. Natürlich, dass man immer mehr wächst, die Abonnentenzahlen, die Klickzahlen
Das war erstmal Wahnsinn, als man die ersten 100 Abonnenten erreicht hat, dann die ersten 1000. Es geht immer noch nicht in meinen Kopf, weil ich ja die ja nicht sehen kann. Ich sehe es hier nur anhand der Zahl. Aber wenn man sich einfach mal 100.000 oder jetzt 4.400 Leute an einen Platz vorstellt, ist das für mich einfach wahnsinnig viel. Und das macht mich stolz, dass Leute sich dazu entschieden haben, meine Videos zu schauen und sie einfach auch gerne zu schauen. Ja, und dass ich mich auch so ein bisschen mit der Technik auseinandergesetzt habe und wenn man so die ersten Videos schaut, dass man sich auch so ein bisschen weiterentwickelt hat, ob das jetzt ja die Technik an sich ist, das Schneiden und sich damit auseinandergesetzt hat, aber auch einfach vielleicht ein bisschen freier spricht, ein bisschen anders spricht. Auf manche Ideen bin ich stolz, die ich umgesetzt habe, auf manche Videos, die nicht so ganz einfach waren zu schneiden oder zu drehen. Und man muss ja immer wieder versuchen, die richtigen Worte zu finden. Und ja, wenn das gelingt, wenn man hinterher doch irgendwie zufrieden ist, dann ist man da auch stolz drauf. Und das darf man, finde ich, auch sein. Es geht mir natürlich nicht darum, die größten Abonnentenzahlen und das Größte überhaupt zu schaffen. Dafür habe ich mir auch, glaube ich, einfach die falsche, hätte ich mir die falsche Branche ausgesucht. Es geht mir eben darum, was ich in der ersten Frage schon beantwortet habe. Einfach meine Leidenschaft zu teilen. Und wenn man dann auch noch eine schöne Rückmeldung bekommt und da dann auch noch drauf stolz sein kann, dann ist es natürlich eine Win-Win-Situation. Drittens, hast du oder hattest du Herausforderungen mit irgendwelchen sozialen Medien? Ja, ich hatte einfach mit dieser Vielfalt an sozialen Medien doch so meine Herausforderungen, weil das einfach so gang und gäbe war. Wenn man einen YouTube-Kanal hat, dann hatte man auch eine Facebook-Seite, dann hat man auch eine Instagram-Seite, man ist überall irgendwie erreichbar und muss dann überall auch Inhalt hochladen. Und das wurde mir, das ist jetzt aber auch schon ein paar Jahre her, das wurde mir einfach irgendwann zu viel und ich habe mich dazu entschlossen, mich wirklich nur auf YouTube zu konzentrieren. Ich habe die Facebook-Seite zu meinem Kanal gelöscht und auch die Instagram-Seite. Ich habe zwar einen Instagram-Kanal, kann man jetzt gar nicht dazu sagen, sondern einen Instagram-Account, um halt auch einfach selber als Zuschauer dort zu fungieren und dabei zu sein oder halt auch mal erreichbar zu sein, angeschrieben zu werden. Bei ganz bestimmten Dingen, wenn ich Mitteilungen oder ein bisschen Werbung für ein besonderes Projekt machen möchte, dann mache ich das da auch. Aber ich habe wirklich nicht den Anspruch, dort irgendwelchen Inhalt hochzuladen, weil mich das einfach überfordert hat und mir auch keinen Spaß gemacht hat. Ich bin halt auch niemand, der unbedingt irgendwelche Texte schreiben muss oder möchte, sondern ich mag das ganz gerne, dass ich hier vor der Kamera sprechen kann und das nicht alles verschriftlichen muss. Und ja, deswegen, das war eine Herausforderung, erstmal zu erkennen, nein, YouTube ist mein soziales Medium und da werde ich mich da auch drauf fokussieren. Ja, Instagram selbst wäre eh auch noch mal was ganz anderes, wo man sich dann auch ein bisschen reinfuchsen muss. Aber auch YouTube an sich musste man natürlich erstmal durchsteigen, wie das alles funktioniert. Und ja, auch natürlich das mit der Werbung und das ist natürlich das Rechtliche. Das ist immer noch so eine kleine Herausforderung. Was darf man nicht und was muss man angeben? Impressum und so weiter, Anschrift und will man das überhaupt? Und dann ist es natürlich auch eine Herausforderung, mit, ja, mit Kritik umzugehen. Wir haben das große Glück, eine ganz, ganz tolle Community zu haben, wo wir einen sehr, sehr schönen Umgang miteinander pflegen. Es gibt natürlich Kritik und das ist auch völlig angebracht. Auch damit muss man lernen, umzugehen, mit gut angebrachter Kritik oder einfach mit jemandem, der einfach eine ganz andere Meinung hat als ich. Da muss man sich dann ja nicht versuchen zu einigen, sondern einfach akzeptieren, dass jemand eine andere Meinung hat oder jemand einfach nicht das mag, wie du es machst oder wie du bist. Da muss man auch mit umgehen können und sagen können, nein, ich verbiege mich jetzt nicht für irgendjemanden, sondern mache einfach mein Ding weiter. Und zu lernen, dass aber genau so, wie man ist, es gibt auch Leute, die das gerade mögen. Na, dass man eben nicht hier, also ich in meinem Fall, nicht so flippig bin und hier und ha und zeige und dort und mich hier abhampel und irgendwelche Effekte mit einbaue, sondern ich einfach eine ruhige Vertreterin bin, die etwas, ja, ruhiger über Bücher rede, aber und dafür vielleicht auch mal blöde Kommentare bekomme, aber oder halt nicht so viele Abonnenten, ich weiß es nicht, aber dafür auch mal total tolle Kommentare, die genau das gerne mögen.
Ne? Und das musste man lernen, das ist auch eine Herausforderung. Und dann gibt es natürlich die sehr wenigen, aber trotzdem sind sie da, immer mal ganz, ganz blöde Hater-Kommentare, wo man dann wirklich versuchen muss, die Finger still zu halten, wo man dann überlegt, muss ich darauf jetzt wirklich antworten? Wenn das irgendwie beleidigend wird, dann nein, muss man sich wirklich nicht da irgendwie hineinsteigern, sondern wird der Kommentar gelöscht und fertig aus Mickey Maus. Und trotzdem, natürlich verletzt das auch und da muss man auch lernen, mit umzugehen. Und das ist nun mal so, wenn du Content, wenn du Inhalt irgendwo hochlädst, das macht dich auch verletzbar. Aber da ich hauptsächlich positives Feedback bekomme und auch einfach mich sehr wohlfühle hier, womit ich umgehe mit Büchern und wie ich rede und zwischen den ganzen anderen lieben Booktubern fühle ich mich doch recht sicher und deswegen glaube ich, mit diesen Herausforderungen auf jeden Fall auch fertig zu werden. Viertens, welcher Content Creator inspiriert dich am meisten? Ja, da kann ich eigentlich gar nicht sagen, der oder diejenige ist ganz klar mein Guru, der mich inspiriert. Eigentlich ist es gerade dieses Vielfältige, dieser Zusammenschluss an ganz, ganz vielen verschiedenen Booktubern, das mich inspiriert. Also ich schaue, natürlich habe ich auch eine sehr, sehr lange Abo-Liste und ich gucke auch sehr, sehr viel BookTube selber. Ich möchte halt auch gar nicht irgendjemanden nacheifern. Wie ich eben schon gesagt habe, jeder hat so seine eigene Art und da möchte ich jetzt auch nicht sagen, okay, ich möchte jetzt genauso wie der das und das machen. Es gibt natürlich so besondere Formate oder Videoideen, wo man sagt, oh ja, das finde ich spannend, das wandle ich so und so oder ein bisschen ab oder ich frage den oder diejenige, ob es okay ist, wenn ich diese Idee entlehne. Also das kommt natürlich auch mal vor. Aber ich habe halt auch so viele eigene Ideen. Also ich muss jetzt nicht unbedingt bei irgendjemand anderen schauen, was ich als nächstes machen will. Aber es inspiriert natürlich nicht nur zu Ideen oder zu besonderen Büchern. Also man entdeckt natürlich auch immer ganz, ganz tolle Buchtipps und wird da inspiriert, was man vielleicht noch mal lesen könnte, wo man vielleicht von selbst nicht drauf gekommen wäre. Aber es inspiriert auch einfach in dem, und das ja beantwortet schon so eine Frage, die noch später, die gleich noch kommt, dass man einfach die Lust nicht verliert. Also es, immer wenn ich YouTube gucke, dann bekomme ich auch Lust, wieder selbst mich vor die Kamera zu setzen. Und wenn ich einfach diese Leidenschaft sehe, mit der ja die anderen Booktuber auch dabei sind und sprechen, dann ja macht mir das einfach Freude und es motiviert mich dann auch, mich wieder vor die Kamera zu setzen. Und da gibt es einfach viele, denen ich folge und die einfach auf ganz unterschiedliche Art und Weise sprühen vor Motivation, ob die eben sehr eloquent reden und wirklich das Buch sehr, sehr tief besprechen oder ob sie einfach ja, mit Leib und Seele dabei sind und ja, total euphorisch reden. Ja, das kann ja natürlich auf verschiedene Art und Weise durchgehen. Das macht es natürlich auch aus, wenn du jemanden gerne hast und als Freundin dazu gewonnen hast, dann schaut man den auch einfach gerne zu, auch wenn der Inhalt da gar nicht so dich anspricht, also die Bücher, die dort vorgestellt werden, gar nicht so deinen Geschmack sind. Also einfach die Art und Weise, wie Leute drüber reden. Ja, beantworte ich jetzt immer noch die Frage oder bin ich jetzt ein bisschen abgeschwiffen? Ich ja, gehe mal am besten zur nächsten Frage weiter. Und zwar ist das fünftens, was frustriert dich am meisten bei Content Creator? Das ist natürlich immer ganz individuell und wenn ich irgendwas bei einem Content Creator, bei einem Booktuber nicht mag, dann abonniere ich den einfach auch nicht. Also ich verstehe immer nicht, warum Leute sich in Kommentaren immer so sehr über irgendwas aufregen und dann immer wieder und nochmal, dann sollen sie halt doch andere Videos schauen. Ne? Kritik hin und her ist doch gut, aber wenn das die Art und Weise des Booktubers ist, dann ja. Geht man einfach vom Kanal weg, da muss man doch nicht darüber diskutieren. Also das ist etwas, was mich frustriert, aber das ist natürlich nicht, liegt natürlich meistens nicht am Booktuber selbst, ja, sondern einfach an den Kommentaren oder an den Kommentator, sagt man das so. Ja, ich glaube, was ich nicht so gerne mag, ist, wenn man Bücher hochhält
Und eigentlich, es geht nur noch darum, so viele Bücher wie möglich in die Kamera zu halten. Und eigentlich geht es gar nicht mehr um den Inhalt des Buches. Also egal, ob man jetzt sagt, ich liebe dieses Buch, es ist so toll, oder ich hasse dieses Buch, es ist so schrecklich, finde ich beides Aussagen, die total in Ordnung sind, weil es seine eigene Meinung ist. Aber danach muss halt noch mehr kommen. Warum und weshalb? Das frustriert mich, wenn es einfach das Einzige ist, was über dieses Buch gesprochen wird und nicht begründet wird, weil ich finde einfach, das ist wichtig. Bei Neuzugängen kann das auch mal passieren. Also viele sagen ja auch, ist Neuzugänge für ein seltsames Format. Da kann man ja noch gar nicht drüber erzählen, was man an dem Buch gut fand. Aber ich finde auch Neuzugänge können wirklich sehr spannend sein, weil man da ja eben über die Erwartungen spricht und weshalb da stecken ja immer Geschichten dahinter, warum man überhaupt auf dieses Buch gekommen ist, von wem man das geschenkt bekommen hat und ja, was man an Erwartungen an diesem Buch hat. Und wenn man das erwähnt, finde ich das gut, aber es gibt halt auch einige, die einfach möglichst viele Bücher immer in die Kamera halten und das finde ich dann immer ein bisschen schade. Aber alle, die ich in der Abo-Box habe, die sprechen wirklich sehr, sehr gut über ihre Bücher und das freut mich dann immer sehr. Was mich auch ein bisschen frustriert, ist die Werbung, die geschaltet wird. Da hat auch nicht immer der Booktuber die Hand drauf. Also man kann entscheiden, ob die Werbung am Anfang, am Ende oder mittendrin geschaltet wird. Und wenn man entscheidet, dass die Werbung mittendrin geschaltet wird, dann hat man aber überhaupt keinen Einfluss, wann die kommt und wie oft die kommt. Und deswegen habe ich bei meinen Videos entschieden, dass ich die Werbung mittendrin wegschalte, also wirklich nur vorneweg und am Ende die Werbung drin lasse. Und dann kriege ich vielleicht nicht ganz so viel raus am Ende, aber mir geht es ja auch nicht irgendwie darum, dass ich damit so viel Geld verdiene, weil mich das einfach bei anderen Videos wirklich sehr stört. Es wird zwar immer gesagt von YouTube, dass es an natürlichen Pausen gelegt wird, diese Werbung, aber das stimmt rein gar nicht. Das habt ihr sicherlich auch schon mal gemerkt, dass es mitten im Satz ist oder wenn jemand Luft holt, eine blöde Werbung eingeblendet wird und es wird immer mehr. Ich glaube, es gibt jetzt ja auch irgendwelche Umstellungen, dass YouTube einfach so Werbung schalten kann, ohne dass der YouTuber das erlaubt hat. Inwiefern das jetzt gemacht wird, weiß ich nicht. Also es gab eine Umstellung und da musste ich erstmal bei allen meinen Videos umstellen, dass es eben nicht mittendrin Werbung geschaltet wird. Da musste ich den Haken da wieder rausnehmen. Das fand ich eigentlich ein Unding, dass das einfach so eingestellt wurde, obwohl ich das extra eben so ausgeschaltet hatte. Und ja, das frustriert mich doch ein bisschen und nervt mich manchmal ein bisschen. Deswegen habe ich mich eben dafür entschlossen, ja, die Werbung innerhalb eines Videos wegzuschalten. Falls euch das mal auffallen sollte, dass es bei mir mitten in den Videos Werbung geschaltet wird, dann sagt mir gerne mal Bescheid. Dann würde ich gerne mal schauen, ob das YouTube gemacht hat, ob ich irgendwie was übersehen habe, weil ja, weil mich das nervt. Bei langen Videos kann ich das noch verstehen, wenn hin und wieder mal Werbung kommt, aber ja, also das finde ich meistens immer nicht so gut. Aber ja, damit kann ich irgendwo auch noch leben und meistens kann man die auch skippen, die Videos, die Werbung. Und dann geht es ja auch Gott sei Dank dann auch gleich weiter. Und ich gönne denen das natürlich auch, dass die dann dafür auch ein bisschen was bekommen für ihre Mühe. Aber ja, ist einfach so eine subjektive Meinung von mir. Fällt mir noch irgendwas ein, was mich nervt? Ja, das hatte ich eigentlich schon gesagt. Also wenn jemand sagt, ja, ich weiß gar nicht, worum es geht, aber ich glaube, es ist ein ganz tolles Buch. Ja, finde ich, denn es ist eine leere Aussage. Außer es ist wirklich, wenn man sagt, okay, von dem Autor will ich auch gar nicht wissen, um was es geht. Das ist einfach ein Lieblingsautor von mir. Da möchte ich mich einfach so reinfallen lassen. Aber es gibt halt wirklich einigen, wo ich das gesehen habe, wo es halt jedes zweite Buch heißt. Ich weiß gar nicht, worum es geht, aber es sieht einfach so schön aus. Ja. Aber es soll auch welche geben, die das gerne schauen. Und jeder hat irgendwie seine Daseinsberechtigung, seine Nische. Und wie gesagt, ich abonniere halt einfach die Kanäle, die mich interessieren. So, und jetzt wiederhole ich mich und deswegen gehe ich weiter zur nächsten Frage. Und zwar ist das sechstens, was frustriert dich am meisten bei deinen eigenen Inhalten? Ja, auch da kann ich so ein bisschen einiges erzählen. Ich bin doch relativ selbstkritisch und ich musste es auch erstmal lernen, beim Schneiden mich selbst immer
wieder zu hören, doppelt und dreifach, um das zu schneiden. Es ist nicht so ganz einfach, es ist ja irgendwie so typisch, wenn man sich auf Bildern oder im Video sieht, dass man sich meistens nicht leiden kann. Mittlerweile geht es, aber ich habe halt irgendwie immer das Gefühl, dass ich mich wiederhole, dass ich um den heißen Brei herum rede, dass ich dauernd irgendwelche Wortfindungsstörungen habe. Beim Drehen merke ich das und das nervt mich extrem, wenn ich, besonders wenn ich einen hohen Anspruch habe an ein bestimmtes Video, oft ist das bei Rezensionen der Fall oder bei besonderen Specials, wo ich wirklich auch auf den Punkt kommen möchte. Und bei solchen Labervideos, bei Neuzugängen oder so, da ist es ein bisschen lockerer, da ist es nicht ganz so schlimm, wenn man so ein bisschen ausschweift. Und ihr kennt mich ja, ich schaffe es auch nicht immer so kurze und knappe Videos zu machen, sondern schweife gerne mal ein bisschen aus. Ja, damit habe ich mich jetzt auch abgefunden, weil viele auch einfach gerne lange Videos schauen und vielen das scheinbar nicht stört. Also ich gucke selber auch sehr, sehr gerne lange Videos und ich glaube, man selbst ist einfach der größte Kritiker von sich selbst. Also das stört mich schon, wenn ich vor der Kamera sitze und ich merke, dass ich nicht auf den Punkt komme. Deswegen habe ich halt auch angefangen, bei Rezensionen, also Einzelrezensionen oder bei Lesemonaten mir auch wirklich Notizen zu machen, damit das nicht so ausartet, weil dann kann ich auch leicht mal frustriert sein. Das sieht man natürlich nicht am Ende des Videos, weil ich dann neue Aufnahme starte. Wenn ich mich total verhaspel, dann starte ich eine ganz neue Aufnahme, um irgendwie so einen Neustart zu haben, weil ich es auch einfach nicht mag, zu viele Schnitte in meinen Videos zu haben. Das ist zum Beispiel auch, was mich frustriert, wenn ich zu viele Schnitte mitten im Satz habe. Also ich finde so am Ende des Satzes und wenn ein neuer Satz beginnt und dann Schnitt kommt, dann finde ich das okay. Aber mitten im Satz ist es nicht immer so einfach, die Schnitte so hinzukriegen, dass es immer noch natürlich wirkt und nicht irgendwie komisch. Und dann hat das ein bisschen was mit Betonung zu tun. Und das frustriert mich dann beim Schneiden. Ich denke mal, ich weiß nicht, ob das vielen überhaupt auffällt, vielleicht diejenigen, die auch Schnittprogramme bedienen, vielleicht fällt das da dann auf, dass man mehr auf den Schnitt achtet. Und so alte Videos, wenn man die anguckt, da würde man vielleicht auch denken, oh Gott, wie ist das ausgeleuchtet oder wie schlecht ist die Tonqualität, wie leise ich bin. Aber ja, ich habe ja schon gesagt, eigentlich bin ich darauf stolz, wie man sich weiterentwickelt hat. Aber man hat natürlich immer gewisse Ansprüche an sich und wenn man die Videos dann schaut, wie gesagt, man wiederholt sich dauernd, man redet um heißen Brei herum und ach ja, was mich ganz doll frustriert, wenn ich irgendwie eine Rezension gemacht habe oder ein Video, was mir sehr wichtig war und ich habe es hochgeladen und fertig und gucke es mir dann nochmal an, das mache ich dann immer, um nochmal zu schauen, ob wirklich alles in Ordnung ist und ich dann merke, ich habe vergessen, diesen Punkt zu erwähnen. Oh, das ärgert mich, das wurmt mich. Also ist ganz, ganz schlimm, wo ich dachte, scheiße, nimmst du mir das jetzt nochmal runter und drehst das nochmal? Manchmal hat man dann das Glück, dass der, wenn man eine Einzelrezension gedreht hat, dass der Lesemonat noch folgt und dann beruhige ich mich damit immer, dass ich das im Lesemonat dann nochmal erwähnen kann zu diesem Buch, um diesen einen Punkt, der mir so wichtig war, nochmal zu erwähnen. Es ist wahrscheinlich jedem Pups egal, ob ich jetzt diesen Punkt dazu noch erwähne oder nicht, aber mich stört es und mich frustriert es. An den geschnittenen Videos sieht man ja meistens diesen großen Frust, den man manchmal hat, dann nicht. Also früher habe ich ja wirklich kaum geschnitten und habe dann immer wieder eine neue Aufnahme gestartet und das waren manchmal 40, 50 neue Aufnahmen, weil ich einfach einen guten Start in das Video hinein haben wollte und wirklich kaum schneiden wollte. Jetzt mittlerweile schneide ich ein bisschen mehr. Und lass auch mal ein Verhaspler drin. Wenn man so mittendrin ist, finde ich es auch gar nicht so schlimm. Aber ich habe immer noch sehr gerne einen guten Start ins Video und nicht gleich am Anfang schon irgendwelche Aussetzer. Und dann fange ich immerhin auch noch mal eine neue Aufnahme an. Und dann weiß man auch immer nicht, habe ich jetzt in dieser Aufnahme diesen Punkt schon gesagt oder den davor? Und da ist es auch schon mal vorgekommen, dass ich total abgebrochen habe und habe gesagt, okay, heute ist einfach nicht ein Aufnahmetag, ich mache morgen nochmal, weil mich das einfach nicht zufriedengestellt hat. Oder ich habe Videos gedreht und habe angefangen zu schneiden und habe gemerkt, das gefällt mir nicht, ich lösche das Video und mache es nochmal. Ja, dann muss ich mit klarkommen, dass es manchmal so Tage gibt, wo einfach keine Drehtage sind und
Da kommen wir dann auch schon zur nächsten Frage. Und zwar siebtens, wie motivierst du dich, weiterzumachen und dran zu bleiben? Ja, also ich versuche halt, mich nicht zu sehr einzuengen, weil ich merke, wenn ich ein zu starres Gerüst habe, also manche haben ja so richtige Upload-Tage, wo sie sagen, jeden Mittwoch und jeden Sonntag lade ich ein Video hoch. Und das habe ich mir auch schon mal so vorgenommen, dass ich Mitte der Woche und am Wochenende ein Video hochlade. Und grob finde ich den Plan auch eigentlich ganz gut. Aber ich habe gemerkt, sobald ich das zu starr habe, setzt mich das unter Druck und dann denke ich, oh Gott, ich muss heute, damit ich es morgen noch hochlade, muss ich heute noch ein Video drehen oder du machst heute einen längeren Drehtag und drehst gleich drei Videos und dann habe ich aber überhaupt keinen Bock zu drehen. Und das musste ich lernen, dass ich, wenn ich keine Lust habe, auch einfach nicht drehe. Weil wenn ich mich dann hinsetze, dann wird es halt so ein Tag, wo mir das Ergebnis dann auch nicht gefällt. Und ja, deswegen mache ich es auch einfach so, wenn ich keine Lust habe, dann wird es halt auch mal 2 Wochen, 3 Wochen, 4 Wochen mal kein Video geben. Und ich glaube, dass es auch gar nicht so vielen Leuten auffällt. Also die meisten haben ja wirklich eine volle Abo-Liste und da erscheinen immer wieder neue Videos von anderen. Und man muss auch niemanden irgendwie Rechenschaft schuldig sein oder sich rechtfertigen, weil das ist mein Hobby. Das mache ich aus Lust und Laune. Und deswegen werde ich auch diese Pausen, die sind ja auch nicht geplant, sondern die kommen dann einfach aus heiterem Himmel, die werde ich dann auch nicht ankündigen. Es kommt dann einfach irgendwann wieder ein Video, wann ich wieder Lust habe. Ja, so einige Pausen gab es schon mal und mittlerweile, also im Moment hat sich so eingependelt, dass meistens am Wochenende ein neues Video kommt, aber auch das klappt nicht immer. Also ich habe es im Moment auch so, dass ich oft einfach Sonntag drehe und danach dann auch keine Lust habe, das Video zu schneiden, dass es dann noch Sonntag online kommt. Dann kommt es halt Montag. Ist nicht ganz optimal. Meistens finde ich es schön, wenn es noch Sonntag online kommt. Mal gucken, ob ich es diesmal schaffe. Ihr werdet es ja jetzt schon wissen. Ich weiß es noch nicht. Aber dass man da, um sich zu motivieren oder weiterhin motiviert zu bleiben, am Ball zu bleiben, einfach auch sich nicht einfach so stresst. Und das klappt eigentlich ganz gut. So habe ich nicht das Gefühl, oh Gott, jetzt bin ich völlig raus, jetzt kann ich es auch gleich lassen. Also so ist es nicht. Ich mache weiter und ich will weitermachen, aber wenn ich in dem Moment nicht viel lese, keine Lust habe zu lesen oder keine Lust habe, Videos zu drehen, dann mache ich es einfach nicht. Und ich glaube, damit kommt ihr auch am besten klar, weil so würde ja auch der Inhalt drunter leiden, wenn ich hier mit so einer Fresse und nur so halb interessiert und halb lustig irgendwie über diese Bücher spreche. Ja, und ansonsten, wie motiviere ich mich? Habe ich ja schon gesagt, ich schaue sehr, sehr gerne YouTube, um mich zu motivieren. Manchmal setzt mich das auch unter Druck. Wenn ich jetzt lange kein Video mehr gedreht habe, dann schaue ich meistens auch kein YouTube, weil ich dann immer denke, oh Gott, ich müsste auch mal wieder. Dann schaue ich meistens was anderes. Aber wenn ich Lust habe, dann gucke ich vorher immer noch meistens irgendwie ein Video zur Einstimmung. Oder ich merke einfach, dass ich dadurch automatisch wieder Lust habe und bekomme. Und natürlich durch Lesen, also während ich lese, habe ich ja immer wieder Gedanken und dann denke ich, das muss ich erwähnen oder das möchte ich gerne sagen. Oder wenn ich einfach bestimmte Videoideen habe und ich die aufschreibe und ich einfach Lust habe, das umzusetzen, das motiviert mich einfach. Und natürlich die großen Motivatoren seid natürlich auch ihr. Also das haben viele auch erwähnt bei diesen Fragen und das stimmt natürlich einfach. Eure Kommentare, die motivieren einfach auch dran zu bleiben. Also dass das gewertschätzt wird, was man macht und dass da immer wieder Kommentare kommen, die einen so freuen. Also ob das einfach nur ein kurzer Satz ist, tolles Video, danke dafür, danke für die Mühe. Am schönsten ist es natürlich, wenn es heißt, ich habe mir das Buch jetzt gekauft, dank dir, oder ich habe das Buch jetzt gelesen und es gefällt mir auch so unheimlich gut, vielen, vielen Dank. Oder wenn es einfach ein Video ist, was ein bisschen aufwendiger war, dass das gesehen wird und danke für die Mühe oder wie auch immer. Einfach der Austausch auch entsteht, natürlich auch Kritik, die mal gesagt wird, dass man sich so ein bisschen verbessern kann. Und
Ja, da sind so viele Nachrichten bei mir eingegangen, die mir einfach mein Herz erwärmt haben. Also auch so, dass ich Leute zum Allgemeinen wieder zum Lesen motiviert habe. Und das, ja, finde ich einfach unglaublich schön. Und manchmal bin ich da auch sehr, sehr gerührt, muss ich sagen, und muss dann auch tatsächlich ein bisschen schlucken. Weil, ja, man, wie gesagt, man sitzt ja hier alleine in seinem Kämmerchen und sieht die Leute ja nicht vor Ort. Ihr könnt mich sehen, ich sehe euch nicht. Und ihr könnt euch eben sichtbar machen, wenn ihr, ja, wenn ihr kommentiert oder wenn ihr dem Video einen Daumen hoch gebt oder wenn ihr mich abonniert. Und das motiviert mich natürlich auch, dass ich sehe, es geht voran. Also, dass die Videos immer mehr geklickt werden und dass mein Kanal wächst, das motiviert mich natürlich auch weiterzumachen, weil das eben auch für mich ein Feedback ist, weil es gibt natürlich auch viele stille Zuschauer und das finde ich auch okay, wenn die sich einfach nur berieseln lassen und ich das dann aber an den Klickzahlen und an den Abonnentenzahlen sehe, dass sich einfach was tut. Ja, und es gibt ist natürlich noch die Community, also meine BookTube-Kollegen, die mich motivieren, weiterzumachen, weil man einfach in Dauerkontakt ist und immer involviert ist mit irgendwelchen Projekten, irgendwelchen gemeinsamen Leserunden. Und das ist einfach eine solche Bereicherung, wo Freundschaften entstanden sind. Und in dieser Community möchte ich auch einfach bleiben und weiterhin Teil davon sein. Und alleine das motiviert mich auch einfach weiterzumachen. Und ja, mich motiviert es auch einfach weiterhin schönen Fantasy-Content zu geben, weil es ja auch gar nicht so viel verbreitet ist und ich auch immer wieder auf der Suche nach besonderen Büchern bin und ja, nicht so, also klar, ich lese auch viel Mainstream und das ist auch völlig okay, aber ich habe ja immer so eine kleine Schnüffelnase und möchte gerne was Besonderes lesen und habe halt eben auch diesen Anspruch und das motiviert mich auch. Ja, euch besonderen Fantasy- und Horror-Content zu geben, den man nicht überall findet und ja, euch einfach auch diese Nische zu bieten und mir diese Nische zu bieten, wie gesagt, darüber reden zu können. Und das ist eben auch meine Motivation, ja, über Bücher zu sprechen, über die ich in meinem direkten Umfeld nicht sprechen könnte. Ja, das war, glaube ich, die letzte Frage tatsächlich. Ja, also man könnte über dieses Thema, glaube ich, sehr, sehr lange sprechen. Ich finde immer das sehr, sehr schön, diese Videos anzuschauen, weil man da auch einfach merkt, wie viel Herzblut dahinter steckt bei den vielen, wie viel Leidenschaft zum Lesen und eben immer wieder diese tolle Community genannt wird. Und ich kann mich da eigentlich einfach nur anschließen. Ich hoffe, es wird euch nicht zu langweilig, die Antworten zu hören. Ich glaube, ich habe auch nicht viel Neues genannt. Weil sich das doch irgendwie gleicht, was aber auch schön ist, weil man da einfach zusammen hintersteht hinter diesen Punkten. Und ich hoffe, dass ihr das auch so empfindet, dass diese Community sehr, sehr schön ist. Und jetzt will ich das Video gar nicht länger hinauszögern. Ich möchte jetzt niemanden weiter taggen, glaube ich. Ich habe den schon bei vielen BookTubern gesehen und weiß aber nicht genau, wer ihn noch nicht gemacht hat. Ich will aber eigentlich alle dazu aufrufen, die ihn noch nicht gemacht haben, ihn zu machen, weil ich glaube, ich finde es schön, so ein bisschen die Motivation der Leute kennenzulernen, einen kleinen Blick hinter die Kulissen zu bekommen. Und ich möchte diesen Aufruf von der lieben Steffi vom Buchschnack ein bisschen erweitern. Also falls ihr irgendeinen Booktuber habt, von dem ihr auch ein bisschen mehr wissen möchtet, dann taggt ihn doch auch in den Kommentaren, weil das ist irgendwie auch mal schön, von den Zuschauern nominiert zu werden und da Interesse bekundet zu bekommen. Ja, dass man doch ein bisschen von sich erzählen soll. Ja, ich hoffe, es war für euch interessant. Ansonsten werde ich jetzt noch ein weiteres Video drehen und vielleicht sehen wir uns dann ja in diesem Video. Und jetzt wünsche ich euch noch eine schöne, lesereiche Zeit. Bis dann. Tschüss.